Niederösterreich. Joching. Fritz Montl wurde als Grafiker ausgebildet und war später Industriedesigner. Heute ist er selbstständig. Er ist verheiratet, lebt in Wien und beschreibt sich selbst als zu kurz geratenen Opa von 4 Enkeln. Als Ruderer weiß Fritz Montl, welche Energie in der freien Strömung steckt. Bei einem Bauprojekt an der Donau brachte ihn eine rote Begrenzungsboje auf die Idee, den Strom für das Gebäude direkt aus der Donau zu ernten. Zunächst plante und baute er einen Prototyp, der mit Hilfe einer Spezialkonstruktion in die Donau gehängt wurde. Er überstand dort problemlos auch ein Hochwasser. Nur der Strom wollte noch nicht so richtig fließen. Die Fachleute konnten ihm auch nicht helfen. Deswegen entwarf er unterschiedliche Modelle von Strömungskanälen und Rotorvarianten. Untersucht wurde diese in der Schifffahrtstechnischen Versuchsanstalt. Und siehe da, jene Variante, der die geringste Leistung vorhergesagt wurde, war schließlich die beste. Das war der Durchbruch. Die Stromboje liefert seither Strom für knapp 30 Haushalte. Und das ohne negative Auswirkungen auf den Lebensraum der Flussbewohner.